Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Es ist Sonntag früh, 7:30 Uhr. Ja, nichts mit ausschlafen. Heute muss ich zum Kleintierzüchterheim runter. Ich muss den Impfstoff für die Hühner abholen. Den kriegen wir immer über den Kleintierzüchterverein. Viermal im Jahr wird die Hühnerschar geimpft. Ich habe mir da dazu immer zwei Gläser eingepackt. Ich weiß mir noch nicht, wie viel das jetzt wieder war. Sicher ist sicher. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir da mal schnell hin.
Thema für die Hühner habe ich. Warum impfen wir die Hühner? Ja, es ist ein Impfstoff gegen die Newcastle-Krankheit. Das wird gemacht. Sind wir gesetzlich dazu quasi verpflichtet, die Hühner zu impfen, um die Krankheit einzudämmen bzw. zu verhindern, dass sich die groß ausbreitet. Und dafür hole ich mir meinen Impfstoff. So, und den habe ich jetzt hinten in dem Birkenglas. Das sind nur ein paar ganz kleine Milliliter, das ist viel hochkonzentriert. 50 Milliliter lang in davon zu 100 Hühner. Also habe ich aktuell genug übrig. Naja, Abkürzung, sonst würde ich wieder komplett auf der Rundlage jetzt ankommen. Der Impfstoff. Ist nur ganz, ganz wenig. Mehr braucht es da gar nicht. Muss ich bloß noch mal gut durchmischen dann. Und da wird, wie gesagt, 50 Milliliter für 100 Hühner. In meinem Fall, naja, ich brauche dann 25, wenn für 50. Ja, knapp die Hälfte. Ja. 12,5 Milliliter für meine Hühner, die ich habe. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Der Rest ist dann übrig. Optimal. Ja. Soweit dann erstmal. So, jetzt haben wir Montagmorgen. Aktuell 7:30. Mal gleich wieder am Arbeiten. Ich habe heute meinen freien Tag, muss man nutzen. Ich brauche heute mal die Fräse. Ich will ohne Kartoffelbiedler rum fräsen. Äpfelbiedler eigentlich. Also einen kleinen Kartoffelacker. Wir machen nicht so viel für den Eigenbedarf halt die Kartoffeln, wo man braucht. Und ein bisschen was dann als Direktvermarktung quasi an Arbeitskollegen und dergleichen. Und ich muss auch mal gucken, vielleicht das Jahr stelle ich ein wenig ein Schild oder was aus, Kartoffeln zu verkaufen. Mal gucken. Was gibt es heute für Kartoffeln? Ja, Bamberger Handler, Granola und Afra. Afra sind mehlig kochende Kartoffeln, Granola und die Bamberger Handler sind festkochend, die ich habe.
ich habe mich ein bisschen dicker angezogen. Vorhin ist doch ein bisschen frisch geworden. Jetzt kommt langsam die Sonne wieder. Hat vorhin noch mal geregnet. Ich habe heute das Äpfelbeet gerade rechtzeitig fertig gekriegt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Schön feingrümlicher Boden. Dafür habe ich es, wie gesagt, mit der Fräse bearbeitet. Dann lässt sich das deutlich schöner häufeln und es gibt kompaktere Häufen, nicht so loses Gebröckel. Dafür nutze ich jedes Jahr die Fräse. Ja, unter anderem auch, um das Hühnergehege herumzufräsen. Ja, warum mache ich das? Ja, eben aus diesem Grund, dass es alles schön feingrümlich ist. Und dass es gut zu häufeln geht. Die Häufen waren, wie gesagt, dann richtig schön kompakt. Man sieht es, also der Boden hier ist jetzt richtig schön weich. Sozusagen ein wenig draufgerenkt. Jetzt schmiert er natürlich ein bisschen. Aber das, wenn jetzt einmal eine Nacht ein wenig abgetrocknet hat, dann kann man wunderbar die Kartoffeln reinstecken. Also keine Ahnung, wann wir das jetzt dann machen. Irgendwann die Woche gehe ich immer davon aus. Weil mein eine Bruder ist eh nicht da. Der hat überbetriebliche. Ja, viel gibt es heuer nicht. Wie gesagt, ein paar Bamberger Handler, Granola und Afra, je nachdem, was halt noch da ist. Müssen wir selber mal gucken. Wir haben heuer mal Kassaatgut zugekauft. Normalerweise kaufen wir uns die Sorte Äpfel immer. Aber dieses Jahr einfach einmal nicht, weil ich noch genug vom letzten Jahr habe. Da wird mir denen, und wenn es nicht ganz so viel gibt, ist das auch nicht so dramatisch. Wir kochen die Äpfel dann immer und die ganzen kleineren für die Viecher. Die waren dann einfach auf dem Ölofen, wenn der eh einmal brennt, mit gekocht. Gegroben waren sie ja sowieso erst September, Oktober. Und dann geht es ja in die kälteren Monate. Und wenn dann in der Maschine halt gearbeitet wird und der Ofen brennt, kommen immer so schön am Pott, an Eirex-Ofen, mit Äpfeln mit abkochen. Und dann ist, wie gesagt, einmal für die Viecher und einmal immer für uns, für den Eigenbedarf, was wir halt daheim brauchen. Deswegen, wie gesagt, ich habe ein paar Abnehmer jetzt, die gern was davon haben täten. Denen habe ich einfach mal was mitgebracht und das wird, wie gesagt, gemacht. Ja, ist ein wenig ein Glanzfeld heuer. Normalerweise ein bisschen breiter ist es noch und ein wenig weiter in die Tiefen geht es normal noch. Aber vor der Größe langt es. Ja, die Glaner. Die Grusa-Fräsen haben wir vorhin schon wieder aufgerammt. Schon wieder abgehängt vom Krame, abgespannt. Die steht wieder in ihrer Ecke hinten. Derweil aufgeräumt, die brauche ich aber das Jahr auf jeden Fall noch einmal. Und vorhin habe ich noch ein wenig einen Spezialauftrag gehabt. Da war ich noch mit der kleinen Agria-Fräse unterwegs. Und habe noch fix in einem Gärtler vom Bekannten rumgekrummt gehabt. Ja, die kann jetzt auch wieder aufgeräumt werden. Die Mulden vom Bulldog, die kommen dann noch eine Radlade von noch. Beziehungsweise die kommt der Raum auch wieder für den Radlade noch. Und dann ist das Zeug auch wieder alles sauber aufgerammt. Dann passt das auch soweit wieder. Ja, und dann habe ich heute noch eine Kleinigkeit zu machen. Ich habe mir nämlich, Moment, steht der Bulldog schon wieder ungünstig. Wir haben uns, eigentlich haben wir letztes Jahr vor die Butternusskürbis was auf Seite gelegt. Aber wo die Samen abgeblieben sind, weiß wieder keiner. Ist ja meistens so, wenn man es dann braucht, ist es nicht da und wenn man es nicht mehr braucht, dann nicht. Dieses Jahr wollen wir selber ein paar Butternut-Kürbis oder Butternuss-Kürbis anbauen. Die sollen nicht auf den Misthaufen. Und da hat jetzt meine Mutter ein wenig Sämerei mitgebracht. Und ja, die sollen dann in die kleinen Pflanzschälchen durch. Erst einmal angezogen werden. Und dann die fertigen Pflänzler, die kommen dann ein paar auf den Misthaufen hin und ein paar wollen wir oben beim Gewächshäusler anstellen. Neben noch. Und dann gucken wir mal, was denn da draus wird. Ja, jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich könnte eventuell mal wieder in Mai. Oder ich könnte eventuell mit dem K15 in die Halle. Klappt aber im Moment auch noch nicht. Der muss ja quasi getrennt werden. Da muss der Block raus und zum Schweißer rüber. Und die Zylinderköpfe will sich der Schweißer auch immer vornehmen. Bloß das Trennen, das mache ich nicht oben in der kleinen Garage, wo ich nicht drin stehen habe, sondern hier unten in der großen Halle. Da habe ich mehr Platz und einen Kran und alles zur Verfügung. Dachte ich eigentlich, kann ich jetzt rein. Klappt aber nicht. Wir haben nämlich hier schon wieder was zu machen gekriegt.
Das ist ein Lanz Bulldog, ein D1306. Ja, was genau kaputt ist, weiß ich nicht. Aber irgendwas muss mal wieder gemacht werden. Ich bilde mal ein, den könnten wir schon mal hier gehabt haben, oder wie das war. Ja, Einzylindermotor, 13 PS. Keine Ahnung, eigentlich 6 km/h, aber die Gänge lassen sich alle schalten. Ich würde mal sagen, der Besitzer, den er jetzt hatte, hat da irgendwie mal was gepfuscht. Ich sag da mal lieber nichts dazu. 6 km/h stimmt auf jeden Fall nicht. Ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Aber so wie es ausschaut, ist da einiges zu machen. Elektriktechnisch würde ich sagen, geht da gar nichts. Die Beleuchtung ist dunkel, hängen überall die Kabelstränge raus. Dann hat er eigentlich einen Mähwerksaushuber, einen hydraulischen gehabt. Statt da, wo er hingehört, liegt er aber hier hinten. Naja, den Besitzer, ich sag mal lieber nichts dazu. Der war schon mal da. Das sind halt die, die wo nicht unbedingt pfleglich damit umgehen. Schade eigentlich, wenn man einen Schlepper so sieht, aber ja, so ist das halt, ne? Ist auf alle Fälle mal wieder die Halle besetzt. Da komme ich dann erst einmal noch nicht rein. Gut, so dringend ist es jetzt nicht. Der K15, wenn jetzt nicht läuft, ist nicht schlimm. Es geht auch so. Schöner wäre es natürlich, wenn ich den jetzt schon fertig hätte, aber eins nach dem anderen. Kommt Zeit, kommt Rat oder so ähnlich. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Erde geholt und mit dem Finger einfach ein paar Löcher da reingestochen. Jetzt schmeiße ich einfach mal in jedes Loch einen Kern rein. Dann schauen wir mal, was da davon ausgeht. Aufgeht. Und dann bin ich gespannt, ob wir das hier dann ein paar Kürbisse auch ernten können. Machen wir das so. So, überall was drin. In dem einen Loch sind es 2. Ist nicht so dramatisch, das macht nichts. Gehen 2 Pflänzler nebeneinander auf. Die kann ich zur Not vereinzeln. Ich mache die volle Ladung, weil das sind gekaufte Samen. Da weiß man eh nicht, ob die was werden. Und wenn du die dann vielleicht noch aufhebst, dann sind sie im nächsten Jahr wahrscheinlich sowieso nichts. Dann lieber verarbeite ich sie gleich alle. Besser ist das. Ja, da haben wir noch ein bisschen Erde oben drüber und gut ist. So, einfach noch mal ein wenig Erde oben drüber. Ja, jetzt ein wenig viel, aber es ist nicht schlimm. Macht ja nichts. Ja, wie gesagt, die Kürbis, die baue ich eigentlich auch für den Eigenbedarf dann quasi an. Was man braucht. Ein paar so einzelne Kürbissuppen machen oder einfach so als Deko im Garten oder als Viecherfutter, je nachdem was ich dann davon habe. Schauen wir mal. Schauen wir schon mal, ob es da was war. Weil Pflanzen ist das eine, die Gießen das andere. Aber es aufgehen. Naja, da weiß man ja eh immer nicht. Ja, eventuell habe ich dann dafür auch ein paar Abnehmer. Mal schauen. Je nachdem, wie viel das werden. Ich mache das jetzt einfach mal in der Voraussaat, das Ganze. Könntest du auch direkt säen in der Mistnei. Aber erst Mitte Mai. Und ich habe mir gedacht, naja, lässt lieber Pflänzle aufgehen, dann sehe ich ja gleich, was wird oder was nicht. Und dann kann ich mir sie im Misthaufen später so setzen, wie ich sie brauche. Und habe dann die Pflanzen dann vielleicht überall stehen, zu dicht stehen und darf sie dann ausgraben groß. So kann ich dann einfach die kleinen Förmchen trennen, nehme mir die Pflänzle und packe sie dann schön ein und gut ist. Ja, das war dann so heute mein Tagesziel. Ich habe wie gesagt mit der Fräse rumgeerbert und ja, die Hühner waren gestern geimpft und halt solche Kleinigkeiten. Ja, und dann schauen wir mal, wann wir die Kartoffeln noch stecken. Hühnerzaun muss ich ja jetzt dann auch noch setzen. Und mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil da müssen ja die alten Bäume auch noch raus. Aber ich habe nächste Woche,
Also quasi 2. bis 5. Mai habe ich Urlaub. Mal gucken, vielleicht passiert da irgendwas. Werde ich sehen. Ja, und bis dahin oder bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Man sieht sich wieder. Bis denne. Servus.